Herzlich willkommen aus Mappenzellerland. Ich bin froh, bin ich wieder hier. Es ist Montag, Zeit für die mystische Business-Ausrichtung, für den mystischen Business-Ausblick. Und Ausrichtung ist gar kein schlechtes Motto für diese Woche. Ich mache es ja immer so, dass ich am Wochenende mit meinem Team, meinen 1250 Business Engeln aus der geistigen Welt rede und frage, was ist für diese Woche wichtig? Es ist immer ein Mix zwischen Privat und Business natürlich, weil es immer sehr viel mit uns zu tun hat. Es ist natürlich im Fokus Business. Ich bin ja ein Business-Medium. Und diese Woche war ganz, ganz klar, es geht ums Kalibrieren. Wenn du dir jetzt nichts darunter vorstellen kannst, also kalibrieren, das kennst du vielleicht, das ist das Ausgleichen, wenn ich es mal so sagen kann. Und was sollen wir dann ausgleichen? Und ich möchte da ganz kurz so ein bisschen dich an der Hand nehmen und sagen, du hast es ja mitbekommen, jetzt bin ich da, siehst du den Bodensee, bin ich Mappenzellerland. Ich war mehr als 3 Wochen in Italien und habe da so ein bisschen Arbeit und Freizeit kombiniert. Workation sagt man dem ja, mag ich nicht so das Wort. Ich bin einfach dafür, dass wir in dieser Sprache reden, wie wir auf die Welt gekommen sind, wenn wir hier leben. Und hier reden wir halt eben wenig Englisch. Also, ich war da im Urlaub und habe dann gemerkt, dass ich das, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe im Urlaub, gar nicht so viel gemacht habe. Bei mir ging es darum, dass ich in verschiedene Regionen fahren wollte. Ich lebe ja in Italien ganz nahe zur Schweizer Grenze, zum Tessin. Und ich bin in meiner Jugend oft im Tessin gewesen. Und ich wollte so wieder ein bisschen auf alten Pfaden wandeln. Und das konnte ich nicht machen. Und es verblüfft, wenn ich sage, weshalb. Das Wetter war einfach zu gut. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie jetzt zu gut, kann das Wetter zu gut sein für Wanderungen? Ja, das kann es sein. Und zwar habe ich ja 4 Hunde und davon sind 2 extrem sonnenempfindlich. Genie zum Beispiel, die ist das überhaupt nicht, die hat ein helles Fell. Die liegt auch gerne mal bei 40 Grad in die Sonne. Da muss ich dann schauen, dass es nicht zu viel wird. Die hole ich dann oft rein, einfach weil es eben zu heiß ist für die Tiere. Also wusste ich, dass ich da aufpassen muss, eben 2 Hunde, die die Hitze nicht gut ertragen, so dass ich oft morgens um 5 bis 9 Uhr unterwegs war und dann den ganzen Tag zu Hause. Aber viele dieser Routen, die ich geplant hatte, konnte ich deswegen nicht gehen. Und jetzt im Rückblick ist mir was Folgendes aufgefallen dabei. Die Zeit, die habe ich gut genutzt, und zwar habe ich Pause gemacht. Ich habe viel gelesen und beim Lesen ist es mir oft passiert, dass ich so weggedämmert bin. So, es war nicht ein Tiefschlaf, aber es war so ein, ja, weggedämmert. Und ich habe dann gemerkt mit der Zeit, dass ich sehr viele Informationen in diesem Dämmerzustand untertags bekommen habe. Und das hat mir sehr viel geholfen, zum Beispiel auch für Verrückt in die Zukunft. Dieser Kurs, den ich anbiete, der am 15. startet. Muss ich gerade überlegen, sage ich jetzt richtig 15.? Nein, es stimmt nicht. Danke fürs Erinnern. Am 12. startet der Kurs, nämlich zum Vollmond im Wassermann. Und da habe ich ganz viele Informationen bekommen. Wie können wir das handhaben? Wie gehen wir mit der Zukunft um? Wie gehen wir mit den veränderten Energien um? Ich nehme ja schon länger wahr, dass die geistige Welt, das Maniversum, hat mir das Team da oben von vor einigen Wochen verraten. Es ist nicht mehr das Universum, sondern eben es ist größer geworden, wenn bunter, vielfältiger oder einfach mehr sichtbar. Vielleicht war das alles schon da und wir konnten es nicht wahrnehmen. Und mit den neuen Fähigkeiten sind wir eben auch multidimensional, money-dimensional geworden. Und zwar Money nicht von Money, sondern M-A-N-N-I geschrieben. Also, und
Was jetzt so ansteht, ist eben zu lernen, wie gehen wir damit um, und was eben noch viel interessanter und spannender ist, wie können wir die zur Verfügung stehenden Ressourcen für uns und unser Business nutzen. Und da ist ganz viel mehr möglich geworden, und das machen wir in diesem Kurs. Und viele dieser Informationen habe ich in diesem Dämmerzustand bekommen. Also das ist dann völlig normal, also ohne irgendwelche Drogen oder so, sondern einfach in diesem Schlaf, in dieser Erholungsphase untertags. Es ist so, ich habe diese Informationen bekommen, die haben mir sehr geholfen. Und was ich jetzt im Moment wahrnehme, ist, dass ich links und rechts viele Leute sehe, die entweder Unfall gemacht haben oder eben krank sind und für einige Zeit im Bett liegen müssen. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Und ich möchte dich da einfach erinnern, dass es Situationen gibt, wo uns die geistige Welt eben unterstützt dabei, aus dieser Komfortzone rauszukommen, weil oft wehren wir uns ja in einer Form dagegen. Und weil es hat mit Wachstum zu tun, und Wachstum hat damit zu tun, alte Gewohnheiten abzulegen und neue zu entdecken. Und das ist manchmal unbequem, und dann ist es bequemer, in diesem alten Zustand zu bleiben. Und die geistige Welt hat natürlich alles Interesse daran, dich auf deinem Weg zu begleiten, um dich groß zu machen. Und also es kann sein, dass du vielleicht krank warst, dass du Unfall hattest und dich vielleicht auch gefragt hast, was soll das gerade jetzt? Und wenn das der Fall ist oder war, dann bitte ich dich, da die Zeit zu nutzen, dich neu zu kalibrieren, auch diese Woche zu nutzen, dich neu zu kalibrieren. Und wenn du dich jetzt fragst, wie mache ich das? Kalibrieren heißt, dass ich bei mir bin, dass ich die Kräfte, die in mir sind, aktiviere und nach draußen trage. Und das kann ich nur machen, indem ich eben in dieser Zentrierung bin. Und das passiert nur, und jetzt aufgepasst, für all die Menschen, wenn du Urlaub am Strand gemacht hast mit ganz vielen Leuten, wenn du geflogen bist mit ganz vielen Leuten, das ist völlig okay. Ich bin kein Moralapostel. Es geht nur darum, dass du dir bewusst machst, dass du natürlich dann in anderen Energien badest, und dann ist es so wie ja, so ein großes Sammelsurium, und dann ist immer die Frage, was ist meins und was ist deins? Und wir nehmen da manchmal ganz viel mit, und das ist uns gar nicht bewusst. Kalibrieren heißt in dem Sinn, bei mir zu sein. Übrigens, diese Energien sind natürlich auch überall da, und das ist völlig in Ordnung. Das ist auch da, wenn du einkaufen gehst. Die sind auch da, wenn du zum Beispiel Social Media, wenn du auf Social Media bist, tauchst du natürlich in diese Energien ein. Und da geht es jetzt einfach darum, dass du die Woche mal so dich ein bisschen wie einen Schritt zurück machst und sagst, was gehört zu mir? Was will ich für mich? Und das sind die Fragen, die wir uns dieses Jahr schon so oft gestellt haben. Was will ich? Wie will ich es? Wo will ich mit meinem Business hin? Alles, was mit mir zu tun hat, was kann ich? Welche Facetten möchte ich zeigen? Ich merke gerade, ich komme so richtig in Fahrt, weil ich merke, das bringt mir so in die, geht mich in die Kraft. Jetzt, wenn ich ständig im Außen bin, eben Beispiel Social Media, das ist aber auch, wenn ich ständig Zeitung lese, und im Moment werden wir ja zugedeckt mit negativen Schlagzeilen links, rechts, oben und unten. Dann bin ich natürlich immer in anderen Energien. Das heißt nicht, dass wir das nicht ernst nehmen sollen, was auf der Erde läuft. Wenn wir es aus der Kraft machen, aus mir heraus, wenn ich zentriert bin, dann kann ich damit viel, viel besser umgehen. Was auch hilft, ist ganz klar, darum mache ich meine Videos, wenn immer möglich, in der Natur, um dir das zu zeigen. Ich lebe das auch. Natürlich ist es für mich einfacher. Du siehst da Wald, das ist für mich, ja, sind es 50 Meter, ein Steinwurf entfernt, dann bin ich im Wald drin. Also ich habe keinen Aufwand, in die Natur rauszugehen. Trotzdem möchte ich dich ermuntern, auch wenn du in der Stadt lebst, da dir halt so Fleckchen zu suchen, Kraftorte in der Natur, um eben wieder bewusst bei dir zu sein. Du kannst jeden Tag, ich sage jetzt mal, warte mal, die geistige Welt sagt so 10, 15 Minuten, dich zurückziehen an einen Ort, an dem dir wohl ist, in deiner Wohnung, in deinem Haus.
an einem Kraftort, wenn du das hast, um einfach 15 Minuten ein- und auszuatmen. Wenn es geht, nicht so wahnsinnig viel denken. Was ich oft mache, gerne mache, ist, ich schaue in den Himmel. Ich könnte jetzt sagen, ich schaue den Wolken zu. Wir haben heute gar nicht so viele Wolken im Moment. Trotzdem im Garten zu liegen, in den Himmel zu schauen, das bringt mich ganz, ganz schnell zu mir. Das kannst du auch machen, indem du einfach das Fenster öffnest, atmest und in die Wolken oder in den Himmel schaust. Dass du dir diese Woche Zeit nimmst dafür, dich zu kalibrieren. Im Übrigen, wenn du irgendwelche Sessions hast bei jemandem, wenn Menschen zu mir kommen, dann bitte ich sie oft auch nachher so ein bisschen Ruhe, eine Ruhephase zu machen, um dieses System eben wieder und neu zu kalibrieren. Weil das, was da passiert auf energetischer Basis, und wenn du energetisch arbeitest, ist dir das vielleicht schon sehr bewusst, dass da passiert was bei uns allen, also bei derjenigen Person, die zu mir kommt und bei mir. Und was ich dann immer mal wieder gerne mache, ist meine Aura reinigen. Und das ist nicht so kompliziert. Ich mache es am liebsten, indem ich mir vorstelle, ich stehe unter der Dusche und reinige meine Aura in goldenem Licht. Ach, was dir passt, was zu dir passt, mach was diese Woche, um da in diese neue Energie reinzukommen, das zu nutzen. Ich finde es höchst spannend. Es bedeutet Veränderung und manchmal haben wir Angst davor. Ich finde es eben spannend. Ich finde es, ich bin natürlich auch neugierig. Ich habe keine Angst, sondern die Neugier ist immer da und ich habe auch deshalb keine Angst, weil ich weiß, ich bin ja verbunden mit der geistigen Welt, die mich durch die Prozesse führt. Und wenn es mal wirklich turbulent ist und Waschmaschinen Durchgang 90 Grad durchgeschüttelt und nicht gerührt, dann weiß ich nachher trotzdem, ich bin in guten energetischen Händen. Ich empfehle dir das für die Zeit, die kommt. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir jetzt mit Rückenwind rechnen können. Natürlich ist es so, dass wir alle unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und was für den einen sich gut anfühlt, ist für den anderen vielleicht zu viel oder was auch immer. Es ist bis anhin ein anspruchsvolles Jahr und das wird sich auch so nicht ändern, weil wir ganz an vielen Orten gefordert und herausgefordert sind. Trotzdem, wie gesagt, ich bin zuversichtlich. Jetzt kommt da gerade mein Businesshund, der Paco, die Treppe runter. Ich bin zuversichtlich. Ich könnte jetzt sagen, die alte Weisheit hat ihren Auftritt, passend zum Thema. Ich bin zuversichtlich und offensichtlich ist das Paco auch, dass das, was da jetzt auf uns gewartet hat und noch wartet, uns dabei hilft, eben in diese neue Zeitqualität einzutauchen. Und nochmals Werbung schamlos, wenn du dich dafür interessierst, wie wir in Zukunft arbeiten, dann melde dich an für diesen Kurs. Wie gesagt, am 12. geht es los mit einer ersten, sag jetzt mal, Übung. Und das ist am Freitag bei Vollmond im Wassermann. Und dann nächsten Montag geht es dann los mit Informationen zur Energie deines Business, zu Informationen, wie du dich mit deinem Business verbinden kannst, sodass ihr eure Interessen energetisch bündeln könnt. Weil es ist ja so, dein Business ist eine Einheit und du bist eine Einheit. Und wir denken manchmal, ich bin mein Business und umgekehrt, das ist nicht so. Dein Business hat ja auch eine Geburtsstunde und dementsprechend ein Sternzeichen und eine entsprechende Energie, eine Lebensaufgabe und, und. Und darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Und natürlich wird sich da mein Team aus der geistigen Welt sicher auch einmischen. Es wird eine spannende Zeit, es wird eine verrückte Zeit und verrückt heißt ja nur, ich schaue alles aus einer anderen Perspektive an. Jetzt bin ich verrückt, wobei ein bisschen verrückt bin ich auch. Und das ist
gut so, weil es braucht jetzt Menschen, die den Mut haben, dies zu zeigen, dies zu leben, dies fortzuführen, voranzugehen, um die Menschen zu ermutigen, auf diesem Weg, der höchst spannend ist und eben neu, und alles Neue kann eben auch Angst machen oder Respekt. So, habe alles gesagt. Ich wünsche dir von Herzen eine tolle Woche. Versuche dich immer wieder zu kalibrieren, zu dir zu finden, in diese Zentrierung zu gehen. Im Privatleben gilt das genauso. Für mich gilt es natürlich vor allem im Business. In diesem Sinne, ein von Herzen kommendes Juhui aus dem Appenzellerland. Tschüss, mach's gut.